Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Räuberhöhle zusammen mit Herd, der seinem Namen alle Ehre gemacht hat in der letzten Folge und in der vorletzten und in der vorvorletzten auch schon. Ja, er hat hier den Banditen ordentlich eingeheizt und wir können jetzt raus. Vorsicht. Oh, Fußball? Na, wohl eher Kegeln, Bowling oder so etwas. Wir können zurück nach Korst, nach Helgen und können berichten, dass Herd ein Kampftier ist. Da müssen wir aber erstmal aus der Höhle rausfinden hier. Am besten wir nehmen diesen Weg. Und dann kommen wir hier raus. Hat da oben nicht noch jemand was versteckt? Waren wir da oben schon? Ah, da ist noch ein Fass. Oh nein! Schaufel. Felle. Oh, und dann noch die guten Höhlenbärenpelze. Aber wir werden selber auf die Jagd gehen und die selber jagen, die Bären nämlich. Wenn es soweit ist. Aber vorerst haben wir erstmal andere Sachen vor. Darum wollen wir uns dann kümmern. Wir reiten zurück übrigens. Immer wieder so in den letzten Folgen haben wir festgestellt, immer wieder, dass Reiten gar nicht so schlecht für uns ist. Da werden wir nicht so abgelenkt. Na? Reiten. Wir können gleich losreiten, finde ich. Die haben aber hier ein schönes Lager und die Höhle ist auch nicht zu verachten, also da würde ich auch ganz gerne wohnen wollen. Ist das hier ein Vogelnest oder was ist das? Ja gut, scheint so, aber ohne Eier drin. Na, habt ihr ein bisschen was eingesammelt hier? Ich habe schon gesehen. Könnt ihr ruhig. Wir haben ja auch schon. Oh nein, das Wetter. Ja, ist eben Wetter. So, ist doch ganz schön. Im Wald, wie schön das hier riecht wahrscheinlich dann. Ah, ich mag das. So einen schönen Spaziergang durch den Wald nach dem Regen. Sehr angenehm, gerade im Sommer auch. Im Winter weiß ich gar nicht. Ja, das ist, im Winter kann man da auch spazieren gehen, aber dann ist es etwas kahl alles und kalt. Im Sommer ist es vielleicht angenehm kühl im Wald. Oh, Korst, dürfen wir dann mit Kindrick los? Ich würde ganz gerne als Nächsten mit Kindrick los und gucken, was der so alles kann. Joa, und hier in Helgen. Helgen Reborn ist immer noch drauf und da sind wir immer noch dabei. Also in Helgen wird hier fleißig gearbeitet und wieder neu aufgebaut. Sehr schön. Sind schon einige Leute da und sie haben auch schon hier fleißig Steine weggekloppt. Ja. Händler, ich bin ja so gespannt, wie es dann nachher hier wird. Aber das dauert. Da ist ja doch ganz schön Schaden angerichtet worden damals. Wollen wir erstmal ein paar Sachen wegbringen oder... Ach, das können wir auch nachher machen. Wir sprechen erstmal mit Korst. Hallo, Korst. Well, look who it is. Good to see you again, friend. Ja, ich freue mich auch. Und um die Banditengefahr haben wir uns gekümmert. Und wollt ihr meinen Bericht? Yes, very much so. Jetzt echt, er kommt vielleicht mit einer Schlammkrabbe klar. Oder auch nicht. Nein, er hat sich richtig gut gehalten. Ah, I see. Perhaps this one will continue to surprise us. Thank you. Was jetzt? There's a new owner of the Upper Embershard mine down below here, who wants to resume operations there. But the rumor is that the mine is haunted, and he can find anyone willing to go to work for him. Take Oriante with you, see what you can find, and report back to me.
recruit, stand tall, soldier. Well, kinsman, I didn't think you had it in you. Good job, soldier. You may resume your normal duties. Sir, thank you, sir. Ja, schade, mit ihr wollten wir ja lieber zum Schluss los und dann vielleicht auch etwas länger noch mit ihr unterwegs sein. Die finde ich ganz nett. Wo ist sie denn? Hier vorne läuft sie. Hallo, Orianti. Ein Name wie ein Gewürz. Schön. Und kommt ihr mit für eure Bewertung? Ja, ihr kommt mit, oder? Yes, by the way. But where are we going? Das weiß ich auch nicht. Wir erkunden eine verfluchte Mine. Lead the way. Ja, okay, sie ist jetzt nicht ganz so motiviert, was? Beseitigt die Präsenz, die Mine heimsucht. Gut, wir schauen natürlich auf die Karte, wo wir dahin dürfen. Aber wir sehen ja schon oben, dass wir in diese Richtung hier dürfen. Und wir dürfen nicht vergessen, unsere Sachen abzulegen. Da beschwören wir auch Avak jetzt erst gar nicht, denn wir haben ja unseren Stein hier in der Nähe, den ausgehöhlten. Ja, dann bringen wir doch erstmal die Sachen weg und gucken dann auf die Karte. Nicht, dass wir gleich auf die Karte gucken und bis dahin dann schon wieder vergessen haben, was wir hier machen wollten. Erstmal auf zu unserem Versteck des Jägers. Jägerversteck. Da ist es. Das war doch gar nicht so schwer. Ach, erste Aufgabe gelöst. Ja, nochmal. Wir schmeißen hier die ganzen Sachen rein, die wir dann nachher hier in Helgen verkaufen wollen. Huch, Moment, wir können aber anders sortieren. Denn wir sammeln immer ganz gerne. Dann lohnt sich das mehr mit dem Verkaufen. Wobei mir da gerade einfällt, ja, Helgen. Ob Helgen dann wirklich so eine Stadt wird wie Weißlauf zum Beispiel. Also eine Stadt, in der wir dann richtig viel verkaufen können. Ich hoffe es ja. Ich hoffe, es wird so sein. Ansonsten, ja, haben wir hier immer ein Versteck und können hier immer dran was rausnehmen zum Verkaufen. Und ach, wir haben sowieso schon so viel Gold. Wir sind sowieso schon so reich, dass wir überall Gold gehortet haben hier in unseren Verstecken. Ja, das ist doch mal was wert hier. Bei 7 Pfund 939, nicht schlecht hier, die orkischen Stiefel der Blitzunterdrückung. Ach, Moment, wir haben doch auch irgendwo noch, genau, wir haben noch so einen Rucksack eingesammelt, so einen braunen, da können wir auch gleich mal gucken, den müssen wir auch nicht mit uns herumschleppen. Wir haben ja unseren, ach, den können wir auch hier reinschmeißen, den schweren Lederrucksack, genau. Stahlplattenrüstung der Zerstörung. Rein damit. Aber wir gucken auch mal nach dem Rucksack, dem Fellrucksack. Oder haben wir den wieder abgeworfen? Da war nämlich das Amulett dran, das uns öfter und schneller schreien lässt. Drachenschreie, ihr wisst schon. Hier, da haben wir ihn, den braunen Fellrucksack. Okay, braun ist nicht ganz meine Farbe. Die Tragfähigkeit wird um 50 Punkte erhöht, dennoch. Es ist der braune Fellrucksack von Talos. Die Abklingzeit nach einem Schrei vermindert sich um 20%, was ganz schön gut ist, vielleicht, wenn wir oft schreien. Hier haben wir noch das Amulett von Talos. Das müssen wir auch nicht unbedingt mit uns herumschleppen. Dann ein Amulett von Mara. Wiederherstellungszauber kosten 10% weniger Magicka. Ja, ich lese da immer rein zwischen... Achso, das ist ein Questgegenstand hier. Zwischen den Aufnahmen lag ja doch so ein bisschen Zeit, also jetzt nicht zwischen der letzten und dieser Aufnahmesitzung, muss ich sagen, nein. Ich werde so viel wie es geht nach wie vor vorproduzieren, damit so etwas nicht nochmal passiert und wir immer genug Folgen haben für unseren Kanal, damit auch immer schön was kommt. Aber zwischen eben dieser Geschichte, dass ich Skyrim damals nicht starten ließ, beziehungsweise man konnte nicht mehr abspeichern, das war ja das Ganze und deswegen kam so lange keine Skyrim-Folge mehr. Sk-
Chroma brauchen wir nicht unbedingt und ja, ich glaube so etwas. Ah, das ist gut. Tödliches Gift der Lähmung? Gefällt mir. Und ja, ansonsten sind hier wieder viele Zaubertränke und so weiter bei, die wir verkaufen nachher. Obwohl so ein paar Heilzaubertränke behalten wir. Und das Essen dürfen wir nicht weglegen, denn das verdirbt, wenn wir das hier reinlegen. Das müssen wir also schön dann auch immer essen. So viel Essen brauchen wir gar nicht mehr einzusammeln demnächst. Oder haben wir hier vielleicht irgendwas? Käse hält doch immer, oder? Na, ich glaube nicht, nee. Zubereitetes Fleisch, auch das wird irgendwann mal schlecht. Ich glaube, das hält nur einen Tag oder so. Gekochte Spinnenpastete. Unterstützt die Ausdauer, Regeneration, klebrig und süß. Ja, ich glaube, das kann hier drin bleiben. Das wird so süßes Zeug, ist doch fast wie konserviert, oder? Aber den Rest nehmen wir mal mit. Das lassen wir mal so. Oh, ja, gut, kann man jetzt nichts machen. Wenn es verdorben ist, dann können wir es ja auch nicht mehr verkaufen. Aber hier haben wir doch einiges eingesammelt wieder. Die Zutaten, Alchemie-Zutaten und Bücher eventuell auch. Ah, das sind, glaube ich, nicht so viele jetzt dabei. Ja, ist ja schon nicht unwichtig, dass wir die Sachen hier reinschmeißen, denn sonst können wir ja nachher nichts mehr mitnehmen. Die Holzschale haben wir eingesammelt. Ja, das passiert schon mal. Aus Versehen dann. Oh, Lederstreifen brauchen wir auch nicht unbedingt unterwegs, meine ich. Zwei. Ah, wir haben schon. Ja, okay. Einen gefüllt, den schwarzen Seelenstein. Ach, den schmeißen wir auch mal hier rein, wenn der gefüllt ist. Noch ein paar Septime mehr hier rein. Die wiegen ja auch nur unnötig. Tierfett haben wir jetzt zweimal. Ach ja, wir haben ja den Hund ausgenommen. Gut, soweit sind wir fertig. Speichern. Moment, erstmal die Karte. Das sind wir übrigens. So sehen wir jetzt aus. Aha, wir sollten mal eine andere Rüstung anziehen. Mal sehen, wir haben hier eine... Was ist das? Vampirstiefel lautlos und so. Ja, das ist unsere Standardrüstung auf 1. Natürlich auf 1. F1 wäre das. Ja. Wie viel können wir jetzt eigentlich tragen? Oh. Wie viel? 495. Och, das bringt ja mit der anderen Rüstung gar nicht so viel. Ja doch, 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 doch. Das bringt was. 60 Pfund mehr können wir tragen, wenn wir die Stiefel und so weiter alles angezogen haben. Was haben wir für ein Amulett jetzt an? Trotzdem eins, das uns dann... Mal sehen, was kann das Amulett... Ach, das wird Geops Amulett sein, denke ich mal. Ich hoffe, wir haben jetzt die... Genau, das Diadem haben wir auf. Für mehr Schaden beim Bogenschießen. Hier ist das Locke von Schutzpatron. Geop, die Tragfähigkeit wird um 50 Punkte erhöht. Steigert die Ausdauer um 50 Punkte. Ist schon okay für unterwegs. Besser wäre es natürlich, wenn wir noch eine Kette hätten, die die Schießkunst nochmal verbessert. Egal, haben wir nicht. Müssen wir uns mal selber herstellen, irgendwie. So, die Karte einmal, ganz genau. Und zum Glück ist das dann auch nicht so weit weg. Das wundert mich ein wenig. Ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass wir hier jemals irgendwas mit Falmern zu tun hatten in der Gegend. Jetzt frage ich mich aber schon, wie wir hier am besten hinkommen. Das wird wahrscheinlich jetzt eine Herausforderung.
beseitigt die Präsenz, die die Mine heimsucht. Und welchen Weg nehmen wir? Das sieht so aus, als würde das dieser Weg von Flusswald sein. Oder wir nehmen hier den Weg und versuchen es hier an den Waisenfelsen vorbei. Ob wir hier irgendwo so einen Weg finden, der dann dahin führt. Sonst könnten wir auch einfach querfeldein versuchen, hier rüber zu kommen. Aber ja, das könnte auch klappen. Könnte aber schwer sein. Egal, so weit weg ist das ja nicht. Wir können also direkt hier querfeldein mal versuchen. Hier so entlang und dann hier links am Berg. Vielleicht gibt es da einen Weg. Wenn nicht, dann müssen wir umkehren und doch außenrum. Wahrscheinlich werden wir das müssen. Keine Panik. Sie hat einen Rucksack. Sie kann aber auch viel schleppen. Schade. Aber vielleicht können wir sie ja auch nachher dann noch irgendwie mitnehmen. Oh, hier ist überhaupt nichts. Eisgeister. Ja, aber da ist doch irgendwas. Eisgeister, was machen die? Die geistern nur rum, oder? Ach, die sind ja gar nicht bösartig. Ach, nette Eisgeister, wie schön. Ein bisschen gruselig schon, aber nett. Und wir müssen hier runter. Das ist die Frage. Wenn wir jetzt hier runterspringen mit unserem Gaul, dann werden wir wahrscheinlich nie wieder raufkommen. Was ist das denn da eigentlich? Vielleicht kommen wir darüber ja irgendwie da rein. Ach komm, wir gucken einmal ganz kurz. Nur mal reingucken. Das ist ja nicht so groß hier. Südliche Himmelswacht entdeckt. Komm, wir gucken mal. Ja, hier ist nichts los. Da gehen wir aber mal rein, das ist ja nicht so groß hier. Ah, ein Saphir, zwar beschädigt, aber immer noch ein bisschen was wert. Ja, komm, wir gehen rein, sonst erfrieren wir hier draußen noch, oder? Was meinst du? Was ist da drüben noch? Ein kaiserlicher Leichterhelm. Na gut. Och, wenn man hier so am Anfang mal hinkommt, freut man sich doch über so eine gute Rüstung. Das Feuer ist aus. Himmelswachtpass. Na klar. Ganz kurz mal reingucken. Naja, okay, das reicht schon. Und wieder zurück. Nein, jetzt sind wir einmal drin. Was meinst du? Sie sagt nichts. Oh, sie könnte aber auch eine bessere Rüstung gebrauchen. Vor allem eine bessere Hose. Was? Gesagt. Ah ja. Ja, dachte ich mir schon, dass das so klein ist hier. Jasper. Und dann so viel. Das wächst hier überall. Oh, wie schön. Die Jasper-Höhle. Orks. Ich habe schon gehört, Orks scheinen hier zu sein.
Na, komm schon mit. Oh, das ganze Hängemoos, also alles will nicht mit davon. Manche schon, okay. Freund oder Feind? Das ist jetzt die Frage. Ach, ich denke, die sind freundlich. Wenn die hier so wohnen und sich schon so ein Feuer gemacht haben und so, dann werden das schon keine fiesen Leute sein, denke ich mal. Ja, die sind ja auch angezogen, also. Was ist denn in einem Krug hier und da so falsch? Doofe Bienen, die blöden Honig. Oh, er mag keine Bienen. Dann ist er doch nicht freundlich. Oh! Hey, wir machen das mal anders. Wir machen das so mit unserem Feueratronarchen. So. Mal gucken, was der so dazu sagt. Sind die freundlich oder nicht? Wohl nicht. Banditenmarodeur. Ja, das kann ja dauern. Ich liebe gute Kämpfe. Aua. Ich habe aber auch noch getroffen. Dafür, also die sind fies. Banditen. Naja, gut. Banditen eben. Was haben wir jetzt beschworen? Arwak? Wahrscheinlich. Unser Atronarch macht gar nichts. Super. Dann der Marodeur eben. Steht ungünstig gerade alles hier. Das prallt doch ab. Genau aufs Schild. Hau doch drauf. Immer drauf. Oha. Draufhauen. Gut gemacht. Orianti. Herr mit unseren Pfeilen. Mhm. Jo, das reicht ja auch. Wo ist der andere? Bösewicht. Banditengesetzloser. Ebenerzpfeile hat er dabei. Oh. Die sind aber auch ganz gut ausgerüstet hier mit Ebenerzpfeilen. Oder haben wir die verschossen vorhin? Wo ist der? Ach da, der ist richtig weit geflogen hier. Da war was. Der Eisenpfeil, okay. Schön. I.
Oh nein, wir sind vergiftet, was? Oh, da ist doch bestimmt schon wieder der Ausgang jetzt. Eisentür und wir hören Skiva oder so etwas dahinter. Liebe Welt da draußen, das werden wir in der nächsten Folge weiter erkunden. Denn diese Folge ist schon vorbei. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Sie bleibt auf Abstand, lieber. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.